Fälle wie jener in Niederösterreich, dass Polizisten Täter oder Angreifer erschießen, kommen immer wieder vor und sorgen auch immer wieder für Diskussionen. Erst gestern wurde das Verfahren gegen Wegerbeamte eingestellt, die 20 Schüsse auf einen rabiaten Frühpensionisten, der mit einem Klappmesser auf sie losgegangen war, abgefeuert und den Mann getötet haben. Laut Staatsanwaltschaft hätten sie in Nothilfe gehandelt. Der andauernde Lärm auf dieser Baustelle in Liesing in Wien dürfte den 52-jährigen Mann im Juni vor einem Jahr zum Durchdrehen gebracht haben. Erst bedroht der Bauarbeiter, dann eine zu Hilfe gerufene Streifenpolizistin mit einem Klappmesser. 8 Wegerbeamte kommen zur Verstärkung. Der 52-Jährige sticht auf einen Beamten in Schutzweste ein. 4 Einsatzkräfte reagieren mit 20 Schüssen. Der Angreifer stirbt. Dass die Polizisten zur Waffe gegriffen haben, ist laut Staatsanwaltschaft in dieser Notwehrsituation gerechtfertigt gewesen. Auch das Verfahren gegen einen oberösterreichischen Polizisten, der im April 2010 einen Pensionisten erschossen hatte, ist eingestellt worden. Der 84-jährige Mann bedroht in Laakirchen bei Gmunden einen Zeitungsausträger mit einer Pistole. 2 Polizisten werden zu Hilfe gerufen, auch ihnen tritt der Pensionist mit der Waffe entgegen. Ein Beamter gibt 2 Schüsse ab und verletzt den 84-Jährigen tödlich. Im Nachhinein stellt sich heraus, dass die Pistole nur eine Attrappe war. Für die Staatsanwaltschaft hat die Polizei in Notwehr gehandelt. Besonders hohe Wellen hat ein Fall in Krems im Jahr 2009 geschlagen. Ein 14-Jähriger überfällt mit einem 16-Jährigen eine Supermarktfiliale. Der Alarm wird ausgelöst, eine Polizeistreife, eine Beamtin und ein Beamter kommen zum Supermarkt, treffen auf die mit Gartenwerkzeug bewaffneten Einbrecher. Die Polizisten geben mehrere Schüsse ab, der 14-Jährige wird tödlich in den Rücken getroffen, der ältere Bursche schwer verletzt. Der Polizist wird zu 8 Monaten bedingter Haft wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Das Verfahren gegen seine Kollegin wird eingestellt. Fälle wie jener in Niederösterreich, dass Polizisten Täter oder Angreifer erschießen, kommen immer wieder vor und sorgen auch immer wieder für Diskussionen. Erst gestern wurde das Verfahren gegen Wegerbeamte eingestellt, die 20 Schüsse auf einen rabiaten Frühpensionisten, der mit einem Klappmesser auf sie losgegangen war, abgefeuert und den Mann getötet haben. Laut Staatsanwaltschaft hätten sie in Nothilfe gehandelt. Der andauernde Lärm auf dieser Baustelle in Liesing in Wien dürfte den 52-jährigen Mann im Juni vor einem Jahr zum Durchdrehen gebracht haben. Erst bedroht der Bauarbeiter, dann eine zu Hilfe gerufene Streifenpolizistin mit einem Klappmesser. 8 Wegerbeamte kommen zur Verstärkung. Der 52-Jährige sticht auf einen Beamten in Schutzweste ein. 4 Einsatzkräfte reagieren mit 20 Schüssen. Der Angreifer stirbt. Dass die Polizisten zur Waffe gegriffen haben, ist laut Staatsanwaltschaft in dieser Notwehrsituation gerechtfertigt gewesen. Auch das Verfahren gegen einen oberösterreichischen Polizisten, der im April 2010 einen Pensionisten erschossen hatte, ist eingestellt worden. Der 84-jährige Mann bedroht in Laakirchen bei Gmunden einen Zeitungsausträger mit einer Pistole. 2 Polizisten werden zu Hilfe gerufen, auch ihnen tritt der Pensionist mit der Waffe entgegen. Ein Beamter gibt 2 Schüsse ab und verletzt den 84-Jährigen tödlich. Im Nachhinein stellt sich heraus, dass die Pistole nur eine Attrappe war. Für die Staatsanwaltschaft hat die Polizei in Notwehr gehandelt. Besonders hohe Wellen hat ein Fall in Krems im Jahr 2009 geschlagen. Ein 14-Jähriger überfällt mit einem 16-Jährigen eine Supermarktfiliale. Der Alarm wird ausgelöst, eine Polizeistreife, eine Beamtin und ein Beamter kommen zum Supermarkt, treffen auf die mit Gartenwerkzeug bewaffneten Einbrecher. Die Polizisten geben mehrere Schüsse ab, der 14-Jährige wird tödlich in den Rücken getroffen, der ältere Bursche schwer verletzt. Der Polizist wird zu 8 Monaten bedingter Haft wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Das Verfahren gegen seine Kollegin wird eingestellt.